Hallo und guten Abend. Ich melde mich heute, Freitag, den 30. Oktober, wieder mit meinem Tagebuch hier aus dem Klinikum Rheine in der Matthias-Stiftung. Eine aufregende Woche liegt hinter mir und liegt hinter uns allen. Die Fallzahlen sind wirklich explodiert, kann man es am besten sagen. Oder man könnte auch einfach sagen, sie folgen dem exponentiellen Wachstum, wie es ja doch einige vorhergesagt haben. Wie die Zahlen in den einzelnen Städten sind, wie die Zahlen in den Landkreisen, hier im Kreis Steinfurt oder auch generell in Deutschland oder weltweit sind, kann ja jederzeit nachlesen. Aber ich habe eine Aufarbeitung dabei, wo man mal sieht, dass das auch tatsächlich hier bei uns angekommen ist und auch bei uns in den Krankenhäusern angekommen ist. Und zwar führen wir schon seit Anfang der Pandemie eine Statistik darüber, wo gerade welche Intensivbetten hier im Umfeld gerade frei sind bzw. belegt sind. Und aus dieser Statistik hat ein Mitarbeiter bei uns eine Kurve mal gemacht. Ich zeige die mal gerade. Und hier sieht man, das ist hier der Anfang von der Pandemie. Das ist dann runtergefallen, dann kam der ruhige Sommer. Und hier sehen wir jetzt die zwei Kurven. Die blaue Kurve sind die Patienten mit Covid-Erkrankung auf der Intensivstation. Und die rote darunter sind die Patienten, die davon intubiert sind, das heißt beatmet werden müssen. Und da sieht man schon, da braucht man kein Statistiker sein, dass da sich was Unglaubliches jetzt wieder losgeht und wir werden entsprechend auch wieder nachjustieren müssen. Wir werden halt am Montag entscheiden, welche Stufe der Veränderungen im Krankenhaus wir wieder machen werden. Da sind einige Sachen natürlich wieder in Vorbereitung. Einiges hat auch schon heute angefangen, sowohl in Ebenbüren als auch hier, so dass wir halt dieses Wochenende wahrscheinlich noch so über die Runden kriegen werden. Und ab Anfang der Woche dann werden wir uns auch wieder verändert aufstellen müssen. Was wir auch auf jeden Fall verändern, und das ist diesmal abgestimmt mit dem Kreis, sind die Besucherregelungen für das Krankenhaus und damit auch für alle Krankenhäuser hier im Kreis Steinfurt. Und da gelten jetzt bestimmte neue Regelungen und die gelten ab Montag. Das heißt, dieses Wochenende bleibt es noch so, wie wir es kennen. Und ab Montag gilt dann, dass wir wieder ein Besuchsverbot haben werden. Allerdings haben wir in diesem Besuchsverbot einzelne Ausnahmeregeln inzwischen mit der Erfahrung aus dem Frühjahr eindeutiger und besser definieren können. So ist es zum Beispiel klar, dass Patienten, die in einer psychosozialen Ausnahmesituation sind, sei es durch eine Tumorerkrankung oder durch andere Situationen, dass die als Einzelfallentscheidung von der jeweiligen Abteilung und da halt der Chefarzt oder die Chefärztin dann eine Besuchserlaubnis bekommen. Das wird definitiv nicht jeder sein, der normale Leistenbruchpatient oder der Patient, der eine Prostataushobelung bekommt, die werden ganz sicher keine Ausnahmeregelung bekommen, aber halt die Menschen, die es wirklich brauchen, und das ist uns wichtig, die bekommen es auch. Genauso ist das natürlich bei sterbenden Patienten. Da haben wir das auch inzwischen so modifiziert, dass da natürlich auch die Familie dann dabei sein kann. Da werden wir nicht auf einen beschränken oder so, wie wir es im Frühjahr hatten oder ganz zu Beginn sogar gar nicht, sondern da kann natürlich die Familie dabei sein. Da gibt es so ein paar genaue Regelungen, wie das dann abläuft. Das erfährt man dann in der Situation, aber das ist auf jeden Fall gewährleistet. Das sind für mich zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die wir halt jetzt auch so umsetzen konnten. Und das halt auch kreisweit. Also das ist etwas, wo jetzt nicht irgendwie ein Krankenhaus besser oder schlechter ist hier im Kreis und man dahin gehen sollte, weil da die Besuche besser sind. Nee, wir haben das alle komplett. Mittwoch gab es eine Sitzung, da haben wir uns abgestimmt und halt auch diese gemeinsame Regelung getroffen. Bei den Kindern ist es so, auf der normalen Kinderstation, da wird ja sowieso eine Bezugsperson mit aufgenommen, Vater, Mutter, Oma oder wer auch immer das ist in der Situation, da kann auch gewechselt werden, da kann auch eine zweite Person damit reinkommen, also im Austausch, das ist klar geregelt und das hat sich aber auch schon ganz gut eingespielt. Bei der Frühchenstation haben wir das auch definiert, da ist natürlich eine Person rund um die Uhr dabei und da kann auch noch eine zweite dazukommen in dieser speziellen Situation.
bei den Frauen zur Geburt. Die, auch das passiert ja weiter und jetzt kommt ja hoffentlich, nicht hoffentlich, aber jetzt kommen ja sicherlich vielleicht das ein oder andere Corona-Baby, wie man im Sommer so schön gesagt hat, da als viele Schwangerschaften beobachtet wurden. Da ist es so, dass halt die Begleitperson die Frau, die Gebärende ins Krankenhaus begleiten kann und auch zur Geburt dabei bleiben kann. Und dann irgendwann, wenn sich alles nach der Geburt beruhigt hat und sich ein bisschen eingespielt hat und die Begleitperson dann wieder aus dem Krankenhaus rausgeht, ab dann gilt das Besuchsverbot. Das hat sich eigentlich wirklich gut eingespielt, denn gerade dann, das ist ja völlig klar, dass dann halt die, in der Regel werden es ja die Väter sein, die dann wieder rausgehen, dass die von vielen besucht werden und gratuliert werden. Und da muss man natürlich aufpassen und da entstehen einfach neue Risiken. Da beugen wir einfach vor, denn der Schutz der Mutter und vor allen Dingen des neugeborenen Kindes steht an oberster Stelle für uns und deshalb haben wir das so gemacht. Aber das ist auch schon bewährt und ist auch bei den jungen Familien gut angekommen. Dann hat natürlich dieser Gepäckservice, ein kleines Detail, was trotzdem erwähnt werden muss, von 14 bis 18 Uhr wird dann wieder eingerichtet. Da kann man dann Wäsche in Gepäckform halt abgeben oder auch entgegennehmen für Angehörige, um halt da einen Wäscheaustausch zu realisieren. Bei den alten Pflegeeinrichtungen gibt es auch eine gemeinsame Absprache, da gelten auch neue Regeln. Da ist es so, dass jeder Bewohner täglich natürlich Besuch bekommen kann. Wir empfehlen da eine maximale Besuchsdauer von einer Stunde. Und wir haben das so geregelt, dass halt jeder Besucher drei verschiedene Personen im Laufe einer Woche als Besuch empfangen kann. Diese drei Personen können dann halt aber auch durchaus mehrfach kommen, jeden Tag kommen. Aber wir dehnen das nicht aus, dass ich übertreibe jetzt eine 15-köpfige Verwandtschaft im Laufe der Woche einmal komplett durch das Zimmer bei dem Bewohner dann durchläuft. Das wollen wir nicht, denn da besteht einfach dann doch eine zu große Gefährdungssituation. Grundsätzlich gilt sowohl im Krankenhaus als auch in den Altenpflegeeinrichtungen natürlich, dass Besucher sich streng an die AHA und auch L-Regel halten sollen. Also Maskenpflicht ist definitiv vorgegeben. Wer sich nicht dran halten möchte oder kann oder will oder wie auch immer, das ist uns egal. Der Schutz der anderen Patienten hat Vorrang und da werden wir auch dann tatsächlich von unserem Hausrecht Gebrauch machen müssen, sollte es da Verstöße geben. Aber das hat sich gut eingespielt und da halten sich auch alle dran, denn es ist ja klar, man will ja auch seinen Angehörigen, der eh schon im Krankenhaus ist, entsprechend nicht gefährden. Dann haben wir unsere Regeln für Mitarbeiter auch geändert, was das Maskentragen angeht. So haben wir im direkten Patientenkontakt jetzt alle eine FFP2-Maske auf. Und bei denen, wo das wechselt oder auch mal Situationen sind, wo nur Büroarbeit ist oder ähnliches, da kann eine normale Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Aber da sind wir schon in einer Situation, dass wir jetzt da rigoros sagen, dass wir da keine Kompromiss mehr eingehen. Im Patientenkontakt wird konsequent jetzt eine FFP2-Maske getragen. Das ist natürlich zum Schutz unserer Mitarbeiter und natürlich auch zum Schutz unserer Patienten und für die natürlich vor allen Dingen. Es gibt ja so Abbildungen, ich zeige das mal hier, da wird nochmal ganz gut dargestellt, welcher Mundschutz wie sicher ist und da ist es schon so, dass der FFP2 natürlich sowohl bei Aerosolen als auch bei Tröpfchen die maximale Sicherheit als Eigen- und Fremdschutz hat. Das ist jetzt einfach zu häufig geworden mit den Patienten, die an Corona erkrankt sind, sodass wir das jetzt gemacht haben. Die normale OP-Maske, die hilft natürlich auch, aber nicht so gut und deshalb haben wir diese Steigerung vorgenommen. Eine selbstgenähte oder so eine Stoffmaske, die reichen dann logischerweise nicht aus. Ja, das sind so die ganzen Regelungen, über die ich heute informieren wollte. Es kann gut sein, dass ich mich Anfang der Woche wieder melde, wenn es weitere neue Veränderungen gibt. Ich befürchte, dass das kommen wird und ich gehe da auch von aus. Und deshalb werde ich Anfang der Woche mich wieder melden. Ansonsten geht es ja am Montag los mit diesem Lockdown Light. Ich habe das ja, und genauso wie Frau Dr. Schröder, ja auch in der Zeitung heute ist es veröffentlicht worden, ja schon gesagt, dass ich das tatsächlich sehr befürworte, weil wir einfach sehen, dass die Welle jetzt auch in den Krankenhäusern angekommen ist. Und es sind nicht nur die jungen Leute,
die erkranken, denen das Gott sei Dank nicht so viel ausmacht, sondern es sind halt auch jetzt zunehmend ältere. Und die Corona-erkrankten Patienten, die im Moment in unserer Stiftung sind, da kann ich genau nachschauen, das sind tatsächlich Patienten, die, das geht mit Ende 30 los und geht dann halt logischerweise bis in die 80er rein. Also es sind nicht nur die Alten, auch Jüngere erwischt es tatsächlich mal, dass die dann so krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen oder auch auf Intensivstation. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche allen trotz allem ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund und wascht die Hände. Wochenende.